An den Kopf, um den Kopf, in den Kopf. Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin der Stilianos und heute ist ein, ich hoffe, ein nicht nur schöner Tag. Wir kriegen heute 26 Grad. Ja, ich bin Steuerberater vom Beruf übrigens. Und abonniert auch sehr gerne unsere ganzen Kanäle von TikTok, YouTube, Facebook, Insta, LinkedIn. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, und ich habe auch heute meinen neuen Kameramann am Start. Hallo, hallo zusammen. Da ist er. Und wir sind jetzt mit ein paar Leuten unterwegs Richtung Düsseldorf in unsere Kanzlei und haben heute was Besonderes vor. Ich weiß nicht, ob es klappt. Wenn es klappt, werdet ihr es sehen. Und wenn es nicht klappt, wird das Video überhaupt nicht on geschickt. Insofern hat es nicht geklappt. Also, wenn ihr mich sehen könnt, hat es geklappt. So, was machen wir heute? Wir betreuen ja Social Media Mandanten tatsächlich, die sehr starken Follower-Aufbau haben oder auch schon sehr stark im Geschäft dabei sind, von Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, eigentlich alles am Start, was ist. Und wir machen das bundes-, sogar europaweit. Und heute treffen wir uns mit einem TikToker. Ich sage auch den Namen, weil er hat es erlaubt. Und wir machen auch noch im Nachgang nicht nur eine Premiere heute, eine Weltpremiere für ihn, sondern ich würde ihn sehr gerne auch interviewen einfach, damit er sich mal vorstellt. Das hat er so noch nicht gemacht, weil er hat mir erzählt, er ist der Sparkling Jupp. Ich bin jetzt auch gerade in Heinsberg. Wir sind unterwegs nach Düsseldorf und Sparkling Jupp. Ist jemand, der kann unheimlich faszinierend trinken. Als ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Wie kann ein Mensch quasi 1 Liter, 2 Liter innerhalb gefühlt von 3 Sekunden? Ja, der hält das Ding hier rein und dann geht es schon wieder weg. Und heute kommt eine Premiere für ihn, hat er mir erzählt, eine Weltpremiere, weil er möchte heute tatsächlich zur Feier des Tages Shampoos trinken oder sagt man saufen dazu? Ich weiß es nicht. Ihr werdet sehen, ich habe auch deswegen ein paar mehr Leute am Start. Der hat auch ein paar Kameraleute wohl heute am Start. Und ich hoffe, unser Freund Ali und sein Bruder Ismail Barolo in der Königsallee oder auf der Königsallee, das sind die Restaurants, wo du draußen sitzen kannst vor dem Sevens. Der weiß auch noch nichts von seinem Glück. Ja, ich hoffe, das kriegen wir überhaupt hin. Ja, und das filmen wir und ich mache dann im Nachgang noch ein schönes Interview mit ihm. Also bleibt ruhig bis zum Ende dran und ja, ich bin mal gespannt, wie er das so gemacht hat, wie man es schafft. Tatsächlich ist er vielleicht interessant für den einen oder anderen von euch. Wie schaffst du das auf TikTok über 1 Million und weit darüber hinaus? Also er wächst tatsächlich, wenn er ihn verfolgt. Das geht ja schon in Hunderte, ja, pro Tag. Ja, das ist brutal und ich glaube, das ist kein Geheimnis. Er ist natürlich weltweit unterwegs, weil er hat einen Content nicht so wie unser Kanal. Mein Kanal hat auch schon jetzt Gott sei Dank 10k, bin ich auch super stolz, aber nix zu ihm, ja. Er hat ja 1 Million, ja, eine Million und mehr. Ich weiß die aktuelle Zahl nicht, weil das ändert sich wirklich stündlich bei ihm. Und seine Follower sind ja weltweit. Und wenn du weltweite Follower hast, dann ist das ja so, dass wenn du postest, und heute geht das Interview auch genau um dieses Ding, weil wir haben unsere Videos mal analysiert, warum wir manchmal, sagen wir mal, 4.000 Views bekommen, manchmal 10, manchmal 20.000, manchmal 50.000 und manchmal kriegen wir auch 100.000 und sogar haben wir, glaube ich, unser bestes Video, Adrian, hat 170.000 oder? 186. 186.000 hat unser bestes Video. Warum kriegst du das? Und dann haben wir jetzt mal angefangen zu analysieren, worauf es ankommt. Kommt es auf die Likes an? Kommt es auf die Kommentare an? Kommt es auf das Teilen an? Kommt es auf die Zeit, wo Menschen diesen Views auch dranbleiben? Das heißt, auch wir experimentieren rum, weil ich habe ja noch mehrere Firmen. Ich habe eine Social Media Agentur ja auch. Und wir betreuen diese Social Media Menschen ja nicht nur als Steuerberater, Unternehmensberatung, sondern auch, wenn es gewünscht ist, natürlich auch im Bereich von Content und Contentaufbau, Maximierung, überhaupt Performance, diese Dinge. Und dann ist es natürlich immer so bei uns, ich berate nur da, wo ich selber Praxis habe. Nicht Theorie, die interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert, funktioniert es in der Praxis und ich verbrenne eigenes Geld, damit ich das quasi euch dann weitervermitteln kann. Ja, so macht das der Stilianos. Ich hoffe, das gefällt euch auch so.
Und ich glaube, unsere Follower sind zu 100% in Deutschland und Österreich. Schweiz ist auch dabei. Und sein Content ist, ich gehe mal davon aus, der ist weltweit. Und natürlich ist es auch ein wichtiges Kriterium, wann du was postest. Wird ja auch immer wieder propagiert, wenn du dich so für diese Themen interessierst. Und so, TikTok hat ein Bild, was du dir runterziehen kannst. Da steht jetzt drin, pass auf, es ist Montag. Hau bitte deine Posts genau zu dieser Uhrzeit raus, weil dann promoten wir dich. Auch das ist eine sehr spannende Geschichte. Wir machen das natürlich in der Praxis und checken das genau für euch ab. Okay, wir machen jetzt hier ein kleines Break und gleich geht's weiter. Ja, und bleibt einfach dran. Ciao. Einen schönen guten Tag. Ich bin der Stilianos und ich habe heute einen ganz lieben Freund dabei. Der Jupp. Der Jupp. Yes, hier ist was los. Wir sind auf der Königsallee in Düsseldorf. Haben uns spontan hier getroffen. Warum eigentlich? Zum Interview, zum Essen, zum Trinken, zum Quatschen. Richtig geil. Ja. Was machst du? Trinken. Trinken. Ich habe Talent im Trinken. Ich kann den Schluckreflex ausschalten und kann alles sehr schnell trinken. Du kannst den Schluckreflex ausschalten. Können wir das vielleicht gleich sehen nachher? Machen wir später. Sehr geil. Also er wird es auch live vorführen. Ja, auf der Kö ist es ja nicht so einfach, sowas zu machen. Aber hier ist ein ganz lieber Freund. Hier vor dem Seven sind wir. Und der hat gesagt, jut, baut eure Kameras auf, macht das einfach mal live. Du hast ja ein paar Follower, ne? Wie viele Follower hast du? 1,1 Millionen. 1,1 Millionen? Genau. Wie erreicht man 1,1 Millionen? Naja, wie erreicht man 1,1 Millionen? Das ist eine gute Frage. Die Leute einfach auf das Plus klicken. Ja, ganz einfach. Und warum drücken Leute auf das Plus? Erzähl mal. Naja, wenn den Leuten das Video gefällt, ne? Wenn den Leuten gefällt, okay, finde ich cool. Das Talent, was er hat, finde ich cool. Gefällt mir. Dann folge ich denen, weil ich mehr davon sehe. Gibt es denn ein paar, die trinken? Also was du machst? Also es gibt noch andere, die sowas machen, ja, aber nicht so schnell. Genau. Nicht so schnell? Nicht so schnell. Nicht so schnell, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was das bedeutet. Erzähl also, mal, was hast du vorher gemacht? Ich war vorher Maler und Lackierer. Hab eine Ausbildung als Maler und Lackierer gemacht, war 6 Jahre tätig in dem Beruf. Und ja, und dann kam TikTok. Wie alt bist du? 25 Jahre, boah, mega. Und 1,1 Millionen Follower in TikTok. Also ich muss auch sagen, TikTok ist momentan die stärkste Plattform, was jetzt Wachstum anbelangt, oder? Kann man das so sagen? Das stimmt. Und auch am einfachsten. Am einfachsten. Warum? Am einfachsten. Ja gut, das kann ich dir nicht sagen, warum. Aber die Leute swipen die Videos so durch. Bei YouTube ist das ja, man muss die Sachen suchen, die man gucken will. Ja. Ne? Und bei TikTok guckst du einfach durch und dann wirst du angezeigt. Okay. Ganz also einfach. Reichweite kann man... Wie viele Monate hast du gebraucht für 1,1 Millionen? Ein Jahr und 3 Monate. Und du wächst jeden Tag? Ja, immer so zwischen 2.000 und 5.000. Am Tag? Am Tag, ja. Habt ihr das gehört? 2.000 bis 5.000 am Tag. Krass. Also ich muss schon sagen, TikTok, ich hatte ja von Mandanten gehört, da sind nur Kinder, kleine Kinder. Kann ich jetzt für meinen Kanal nicht bestätigen, dass es so ist. Ich habe tatsächlich nur erwachsene Menschen. Ja, ja. Wie ist das bei dir? Bei mir ist das so Mischmasch. Ältere, Jüngere, ganz verschieden. Auch aber viele Jugendliche. Auch ja. Weltweit bei dir? Weltweit, ja. Weltweit. 34% Deutschland und der Rest weltweit. Weltweit, das ist ja. Unvorstellbar. Brasilien, USA, Dubai. Also hier ist das Leben los, ne? Du hörst es ja, gerade an jeder Ecke. Ja. Ich hoffe, man kann uns auch nachher super verstehen. Guck mal, ein Sportwagen nach dem anderen hier. Ja? Ja. Stört ein bisschen beim Videodrehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Nein. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Weil jetzt sind wir natürlich super gespannt, was du eigentlich machst. Habe ich ja noch nie live gesehen. Also tatsächlich habe ich auch einen Weltrekord gekriegt. Den muss ich noch offiziell machen. Der wird noch offiziell gemacht. Weltrekord? Weltrekord, genau. 2 Liter Cola ist momentan der Weltrekord bei 18 Sekunden. Ich habe 13 Sekunden gemacht. 18 Sekunden ist der Weltrekord. Du machst das in 13 Sekunden. Und was hast du heute für uns dabei? Heute habe ich... Zeig mal. Komm, ich gehe mal auch auf Seite, das möchten wir jetzt mal live sehen. Limonade. Limonade, Limonade. Ich werde gleich dran riechen, ob das auch so ist. Tatsächlich, genau. Hier wird natürlich Antialkoholika getrunken, ist ja klar. Richtig, genau. Und wie viel ist da drin? 0,75. Ja, fast ein Liter, genau. Okay, einer von uns wird die Zeit messen, das mache ich. Okay. Und bin mal gespannt. Ich mache dir Platz, weil vielleicht brauchst du ein bisschen Platz dafür. Genau, nicht auf Seite. Komm, dann zeig mal, wie es geht. Ich bin jetzt mal gespannt. Dankeschön. So.
Naja. Ja, ja, mach mal ruhig da, ne? Mach mal ruhig. Ich mach das schon. An den Kopf, um den Kopf, in den Kopf. Krass, krass, krass. Hör mal. Ihr Lieben, das ist echt. Das ist echt. Das ist real. Das ist richtig fett, muss ich sagen. Habe ich noch nie gesehen live. Und ich glaube, das war ziemlich schnell gerade. 4 Sekunden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ungefähr vielleicht, ja. Und jetzt? Merkst du irgendwas? Nö. Ja, ein bisschen voll. Okay, kriegen wir noch was zu essen? Bestimmt. Ja, sicher. Okay, Freunde. Das war's von mir und vom Sparkling Jupp. Und abonniert sehr fleißig cool. Seinen Kanal. Dafür sind wir heute hier. Ich freue mich natürlich, wenn er 2 Millionen knackt. Und wenn das in dem Tempo weitergeht. Gut, wir haben heute den 3. Juni. Schreibt es euch auf. Ende des Jahres sind wir bei über 2 Millionen. Oder? Hoffentlich. Cool, macht's gut. Schönes Wochenende. Schönes Pfingstwochenende. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut.